So, und weiter geht's mit einer weiteren Folge des kleinen Specials. Jo, gucken wir uns noch mal so ein bisschen um. Also, ich habe hier ja eben, was heißt eben, ist inzwischen ja schon was her, aber was zu essen reingeschmissen. Die Kohle lassen wir einfach mal im Ofen. Ich esse direkt erstmal was. Okay, hat jetzt tatsächlich einen eigenen Sound. Ich wollte mich auf den Weg in den Berg machen, um ein bisschen Eisen zu suchen. Machen wir das doch einfach mal. Der Berg ist ja irgendwo hier drüben. Sollte er jedenfalls sein. Ah, da ist schon mal schön Stein. So. Ja, ich grab mich mal da rein. Vielleicht finden wir da ja irgendwas an Eisen. Denn das Eisen brauchen wir, um uns nur einen Eimer zu machen. Viel mehr will ich das erstmal gar nicht. Damit wir das Feld anbauen können, um Getreide zu produzieren. Sodass wir dann mit dem Getreide Tiere anlocken können. Denn das habe ich alles noch nicht gemacht. Ich habe ja noch nie die 1-0 gespielt. Und das würde ich schon ganz gerne mal sehen, wie das funktioniert mit dem Tiere züchten und so weiter. Ich werde da natürlich auch noch versuchen, ein paar Bäume zu fällen, um dann diese lustigen Blöcke, die ich da alle hingesetzt habe, durch vernünftige Zäune zu ersetzen. Also langsam muss ich, glaube ich, mal ein bisschen nach oben gehen hier. Vor allem verabschiedet sich auch schon die Spitzhacke wieder gleich. Ist ja ein bisschen blöd am Anfang, ne? Da hat man ja schon mal so ziemlich gar nichts. Wäre aber auch langweilig, wenn man alles direkt von Anfang an hätte. Das ist Sinn des Spiels. Und von daher ist das ja auch gar nicht schlimm. Ich hoffe halt nur, dass ich hier wirklich irgendwie ein bisschen Eisen finde. So wie ich das sehe, wird das schon mal nicht mehr gelingen, bevor diese Spitzhacke kaputt ist. Da ist Kohle. Ich grab schon wieder nach oben. Naja. Ist ja gut gegangen, ne? So, ich glaube, da muss ich mir jetzt doch erstmal wieder eine neue Spitzhacke machen. Habe ich denn noch was an Holz dabei? Ja, ich kann mir sogar noch einen kleinen Crafting-Table für unterwegs bauen. Und mir dann neue Spitzhacken machen. Oh, da ist schon wieder so ein riesen Kohlevorkommen hier. Hat sich also nichts dran geändert. An der Größe dieser Vorkommen. Ja. Ach, verdammt! Ich wollte doch, dass. Oh, da kam gerade wohl eine E-Mail. Ich wollte doch das Reparatursystem ausprobieren und jetzt ist die Spitzhacke ganz kaputt. Naja. Pech, so ist das halt. Okay, dann. Ja, mache ich mir erstmal so ein Crafting-Table hier. Kloppen wir den auch einfach mal hier in die Ecke. So, neue Spitzhacke machen. Ich würde sagen, erinnert mich dran, dass ich die nicht ganz kaputt haue, aber das geht ja schlecht, ne? Schade eigentlich. Also ich würde echt gerne mal so einen Livestream hier machen. Nur befürchte ich, dass meine Internetverbindung da irgendwie vorher schlapp machen wird. Bevor da was bei rumkommt. Okay, da geht's raus. Hier auch. Wow. Ich höhle hier mal ein bisschen aus. Vielleicht finde ich dann Eisen. Wahrscheinlich muss ich eh tiefer. Ja, ich habe mich nach oben gegraben. Nicht unbedingt so wahnsinnig schlau. Unten findet man ja schon wesentlich mehr Eisen. Ich weiß gar nicht, ob man in der Höhe hier überhaupt Eisen findet. Gehen wahrscheinlich auch gleich die Fackeln aus. Ich habe nur noch 10 Stück. Ist ein bisschen läppsch. Und ich weiß ja, dass das in den Videos nachher mal alles ein bisschen dunkler ist, ne? Deswegen möchte ich auch alles anständig ausleuchten, sodass ihr auch was seht, sonst habt ihr ja nicht viel von dem Let's Play hier. Raus.
wir hier runterkommen. Einfach so. Klappt schon. Soll ja nicht schön aussehen. Ich will ja einfach nur an meine Rohstoffe hier. Also ich fand die Diskussion auch ganz lustig unter dem ersten Video, von wegen, das wäre ja gar kein Update, das wäre ja total der Witz-Release 1.0. Ich denke einfach, dass das so gemeint war, dass man das, was in 1.0 rauskam, ja alles in 1.9 schon gesehen hat. Ja, ist doch klar, die 1.9 war ja die Beta der 1.0, also die letzte Beta-Version, und da sollten ja auch nur noch Bugs gefixt werden, so dass die in der 1.0 dann nicht mehr vorkommen. Und ich weiß nicht, also es gibt wohl schon noch ein paar Bugs, aber in welcher Software gibt es keine? In jeder, auch in jeder Final Software gibt es noch Bugs, das ist ganz normal. Irgendwie sieht das hier ziemlich mau aus mit Eisen und so. Eine Menge Gravel hier überall. So, die Spitzhacke ist schon wieder fast kaputt. Ich mache sie jetzt mal nicht ganz kaputt. Genauso wie diese Schaufel hier. Ich putte das mal alles hier rein. Dann mache ich mir jetzt noch ein paar Sticks. So. Und dann wieder den Crafting Table hier in die Ecke. Das ist ja ganz schön, wenn man den immer mitnimmt, das ist schon praktisch irgendwie. Nee, mach ich anders. So, dann habe ich wieder Spitzhacke und Schaufel. Ach, dieser Bug mit dem Shift-Klicken wurde auch gefixt. Das finde ich ganz gut. Denn das fand ich extrem nervig, dass man dann auf einmal... Was weiß ich, wie viele... Oh, Eisen! Sehr gut. Was weiß ich, wie viele Objekte irgendwie hatte und, ach. Ja, genau. Noobs Texture Pack habe ich schon drin. Und falls es euch aufgefallen sein sollte, auch, den Deutsch-Patch, allerdings nicht die komplett auf 1.0 angepasste Version. Das heißt, es können nur ein paar Texte fehlen. Also die 1.0er... Language Patch Version vom Noob. Die muss ich mir dann auch nochmal draufziehen. Die habe ich leider noch nicht runtergeladen. Aber das mache ich alles noch, ne? So, ich hüpfe mal wieder hoch. Ich habe jetzt mein Eisen. Mehr wollte ich erstmal ja gar nicht. Und das erste, wofür ich es verwende, ist wie gesagt der Eimer. Okay. Wo kam ich denn her? Bin ich total doof? Ach, von unten, genau. Ich bin jetzt erst hochgegangen, dummerweise. So, flitzen wir mal schnell wieder zurück. Tür wieder zu. Draußen ist es Nacht. War ja irgendwie klar. So, erstmal ein bisschen Eisen hier reinkloppen. Und dann einen Eimer machen, Viecher besorgen, lecker was essen, ne? Schießpulver. Ich weiß nicht, wird ein SZ gar nicht unterstützt? Denn Schießpulver wird nun mal mit SZ geschrieben, nicht mit Doppel-S. Aber, naja, heutzutage benutzt jeder Doppel-S statt SZ. Was übrigens nicht korrekt ist, muss ich leider sagen. Naja. Ich will ja auch nicht zu viel jammern und zu viel klugscheißern und so, sonst kriege ich vom Fritzer, wenn er das hier sieht, direkt wieder einen drauf. So. Klugscheißen ist ja eh nie gern gesehen. Okay, dann gehe ich mal eine Runde pennen, damit es hier wieder schön Tag wird, ne? Und ich rausgehen kann, Wasser holen und so.